Aloha und frohes Neues erstmal. Willkommen im Jahr 2016 und willkommen zurück zu einer neuen Session von Enslaved Odyssey to the West. Die erste Aufnahme im neuen Jahr und die erste Aufnahme generell nach relativ langer Zeit mal wieder. Ich weiß noch in etwa, wo wir stehen geblieben sind. Wir sind, glaube ich, mittlerweile in Kapitel 9 oder 10, kann das sein? Also, ich schätze mal, ich weiß es nicht genau, weil ich nicht mehr so wirklich weiß, wie viele Kapitel es jetzt letztendlich in diesem Spiel gibt und wie weit wir da schon storytechnisch vorangeschritten sind. Aber wir sind jetzt, glaube ich, so Kapitel 9 oder 10, wie gesagt, so vielleicht drei Viertel des Spiels. Ich weiß es nicht. Jedenfalls spielen wir mal weiter. Und wir haben, obwohl, ich warte mal eben kurz, ob vielleicht noch irgendwas gelabert wird, sonst erzähle ich danach was. Ah ja, okay. Danke für den Hinweis, Spiel. Ich glaube, das gucken wir uns dann nochmal an, um uns das in Erinnerung zu rufen. Also mir vor allem. Wir folgen dem Schiff nach Westen und finden raus, wer dahinter steckt. Und dann? Dann bringe ich ihn um. Das ist gefährlich, vielleicht sogar glatter Selbstmord. Schon gut, Trip. Bin dabei. Du hilfst uns. Du steckst in der Klemme. Und was soll das Gequatsch über Selbstmord? Die Sklavenhändler sind genau wie alle anderen Gegner. Ist alles nur eine Frage der richtigen Waffen. Oh. Das Schiff, das dich fast erwischt hat. Die letzten 6 Monate ist es jeden Tag hierher in die Kratergegend gekommen. Ich hab nicht kapiert, warum. Also habe ich darauf geachtet, was sie mitnehmen. Tja, und Stück für Stück habe ich's mir zusammengereimt. Du hast gesagt Waffen. Was für Waffen? Der Leviathan? Jedenfalls nenne ich ihn so. Das Ding, das sie da bauen. Ein Megamech. Der größte aller Zeiten. Mit solch einer Waffe könnte man's mit jedem aufnehmen. Wir warten also, bis die Plünderer morgen zurückkommen. Dann folgen wir ihnen in deinem Flugschiff? Genau. Bevor wir fliegen können, brauche ich ein paar Ersatzteile. Zum Glück weiß ich genau, wo es die gibt. Wir suchen nach einem Verteiler, einem Kühler, einem Turbolader und einer Energiezelle. Also, hier werden wir den Verteiler finden. Du bleibst besser hier, Trap. Die Kletterei ist schwierig. Männersache. Bist du dabei? Ja. Komm mit, hier lang. So, erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Genau, ja, wir waren davor quasi, bevor wir ihn hier, also den Kollegen von ihrem Vater, der ja ermordet wurde, so wie es zumindest aussah, bevor wir ihn getroffen haben, waren wir ja zu Trips Heimatdorf gefahren und dort haben wir leider dann feststellen müssen, dass dort einiges an Verwüstung getobt hat, dass da auch schon die Mechs waren und wir sind jetzt momentan dabei, genau das Sklavenschiff quasi unsicher zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht dann auch der letzte Schauplatz wird dieser Geschichte. Das heißt, wir haben jetzt erstmal so ein paar Momente, wo wir so verschiedene Satzteile an verschiedenen Orten zusammensuchen müssen. Und letztendlich wird dann am Ende wahrscheinlich gegen diesen großen Mech oder so gekämpft. Ich kann mich jetzt leider, wie gesagt, nicht mehr ganz so genau dran erinnern. Wir schauen jetzt erstmal. Also alles halbwegs blind, was hier wieder passiert. So, das war der Stab, genau. Es ist ganz da oben. Natürlich ist es das. Damit wir klettern können. Spielmechanik for the win. Ich habe die ganze Zeit irgendwie das Verlangen, hier so rumzuspringen. Aber kann ich leider nicht. So Lara Croft mäßig. So. Ja, es steht auch schon eigentlich ziemlich fest, was hier nach Let's Played wird. Ich möchte es noch nicht
explizit verraten. Ich kann nur so viel als Tipp geben, das Spiel erscheint Ende Januar. Ich hoffe, das klappt dann auch technisch und alles. Das würde mich doch arg freuen. Kommen wir wahrscheinlich später irgendwann mal her. So. Schätzungsweise müssen wir uns jetzt irgendwie da hochklettern. Mal gucken. Auf jeden Fall mal wieder richtig Bock aufzunehmen. Schon, wie gesagt, lange jetzt nicht gewesen. Auch nicht immer so dazu gekommen. Dann nicht immer so die Zeit gehabt unbedingt. Aber jetzt im neuen Jahr klappt das dann doch wieder. Hoffentlich etwas besser. Mal gucken. Sollen wir es ein bisschen interessanter gestalten? Interessanter? Wie wäre es mit einem kleinen Wettrennen bis nach oben? Na. Fertig. 3, 2, 1. Los! Okay, Ja, sicher das. Hey, das gilt nicht! Sieh uns um! Was für ein Penner? Was für ein Penner? Aber ja, stimmt, das ist... Achtung, dir wird gefallen, was jetzt kommt. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied ausmacht, ob wir tatsächlich verlieren oder gewinnen. Großer. Okay. Oh, da musst du aufpassen. Wow! Hey, ist wohl nicht dein erstes Mal. Das machst du also in deiner Freizeit. Was für ein Penner. Aber irgendwie, ich mag den. Ich weiß nicht warum. Ich mag aber nicht grundsätzlich Penner. Also jetzt nicht falsch verstehen. Kommt immer auf den jeweiligen Penner an, quasi. Hey, wie hast du das gemacht? Das wüsstest du wohl gerne, was? Frag nicht so viel, Monkey, renn einfach. Oh, ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Schön, dass du Spaß hast, Olo. Oh. Das macht dir Spaß, was? Hey. Stopp. Ich glaube, ich schlag mich aber ganz gut. Hallo, Monkey. Ich dachte, du wolltest ein Rennen. Wow, echt, echt schnell für ein Schwein. Du hast gewonnen. Wie hast du das gemacht? Ich bin gut, ne? Du, für eine Sekunde dachte ich schon, du hättest mich. Ich habe nur wegen meinem schlimmen Arm verloren. Oh, natürlich. Sonst, mein Guter, hättest du Staub schlucken müssen. Aha. So, ich muss nur mal kurz anhalten und Luft holen. So. Wir wurden gar nicht richtig vorgestellt. Pixie. Uns? Pixie? Wie kommt man zu so einem Namen? Keine Ahnung. Und was ist mit dir? Wie heißt du? Monkey. Monkey. Ja. Monkey. Ja. Das leuchtet mir ein. Ja. Mit meinem Enterhaken bringe ich uns beide runter. Toll. Toll. Ach ja, Pixie. Genau, Fix und Foxy. Und wie heißen die Schwestern? Um mal einen Gamecube-Witz aus dem Gamecube Enslaved Let's Play zu bringen. Ganz genau. Paxi und Fixi. So, wir gehen jetzt mal hier runter mit ihm. Du
Es ist schon sehr geil, das muss ich ihm lassen, unserem Pixie hier. Mich würde übrigens mal interessieren, eventuell von der Julle oder auch von anderen Leuten, die das Let's Play hier schauen und das Spiel schon kennen. Boah, sieht das gerade geil aus, ey. Wow, ich liebe diesen Himmel. Hätte es einen Unterschied gemacht, wenn wir das Rennen verloren hätten? Wäre dann eine andere Sequenz gekommen oder so? Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Weil wir haben uns ja eigentlich ganz gut angestellt, da kann man jetzt doch nicht meckern. So, also einen Teil haben wir schon mal von, ich glaube vier war es, ne? Waren's. Ja. Das ist geil, ich mag das. Alles klar. So, dann gehen wir jetzt hier wieder runter. Obwohl sein Arm aber ziemlich super ist, muss ich mal gestehen. Glaube ich trotzdem, dass wir so ein bisschen, hoppala, klettertechnisch im Vorteil sind. Auch vom Coolness-Faktor her. Da weiß man zumindest, was man selbst gemacht hat. So, wie sieht denn unsere Tech-Op-Situation aus? 79.800. Das ist wieder eine ganze Menge. Müssen wir gleich mal irgendwie gucken. Gut gemacht, Jungs. Wer hat denn gewonnen? Ich. Nein, hast du nicht. Doch. Ich hab gewonnen. Trip. Hier geht's zum Turbolader. Folgt mir. Sieht so ein bisschen creepy aus, wie er gerade davor stand. Ja. Ich muss nochmal eben... Das war das. Das ist Schießen. Das ist Blocken. Alles klar. Das ist Rufen. Ach, dann gucken sie sich sogar zu mir um. Das ist ja geil. Das wusste ich noch gar nicht. Dann gehen wir jetzt mal zum Turbolader. Was auch immer das ist. Also, so, ne? Also. So, ich möchte mal eben trotzdem mal gucken. 79. Ich weiß natürlich jetzt nicht mehr, was wir jetzt gemacht haben zuletzt. Gesundheitserweiterung. Das mache ich mal. Regeneration. Boah! 72.500. Heiliger Verwalter. Kampfbewusstsein. Ach, das ist ja. Weiß nicht, das. Ist zwar auch irgendwie ganz nice, es zu wissen, wann ein Gegner inwiefern schon verletzt ist, aber ist es mir das wert? Oder spare ich dann lieber ein bisschen auf was anderes, was teurer ist letztendlich? Und ja. Hier wird es natürlich helfen, wenn ich jetzt wüsste, okay, wie weit sind wir im Spiel schon fortgeschritten, wie viel kommt noch, wie viele Chancen haben wir übrigens überhaupt noch, Take-Offs zu sammeln, also eine große Anzahl davon anzuhäufen. Feuerrate erhöhen. Ach, weiß ich nicht, Stab möchte ich eigentlich von den vier Sachen am wenigsten jetzt noch aufleveln. Und das ist wahrscheinlich genau der, den wir hinterher brauchen werden. Am meisten. Mal gucken. Ich kenne ja mein Glück. Okay, hinter dieser Tür, da ist die eigentliche Mech-Fabrik. Dort finden wir einen Turbolader und einen Kühler. Mhm. Muss mal eben kurz gucken, ob ich mach das auf. Timer aktiviert habe. Habe ich aber. Ja, genau. Ich vergesse immer. Sehr dezent. Ich vergesse immer, dass wir diese hier, die jetzt so schön im Vollbild ist, hier gar nicht brauchen unbedingt. Und die immer voll haben, weil sich unsere Gesundheit durch ein kleines Upgrade ja selbst regeneriert mit der Zeit. Zwar relativ langsam, glaube ich, aber immerhin. Wow. Krass. Hier ist der Plan. Da ist ein Turbolader auf der Plattform. Aber da gibt's ein Problem. Dort oben wimmelt's von Mech-Signalen. Um da ranzukommen, müssen wir diese beiden Stege hochkriegen. Mhm. Wenn du die Stege anhebst, bleib ich mit diesem Baby hier. Wenn die Mechs rauskommen, niet ich sie um, während du dich ins Getümmel stürzt. Ja gut. Legen wir los. Interessant, dass wir anscheinend jetzt nicht mehr so der kämpfende Part sind, zumindest für eine Zeit. Okay, Monkey, schalt ihn an. Ja, Moment. Erstmal sammle ich. Erstmal hier Prioritäten, Tech-Ops einsammeln.
Ach, er läuft da oben her, alles klar. Ja.